Mit Conan Exiles ist gerade ein Survival-Rollenspiel erschienen, in dem ihr eurem inneren Barbaren freien Lauf lassen könnt. Aus diesem Anlass haben wir eine Top 10 der barbarischsten Barbaren in Videospielen zusammengestellt. Und am barbarischsten sind die, die Conan am nächsten kommen. Schließlich ist Conan der Archetyp eines Barbaren. Hier die Wertungskriterien für die Kandidaten. Muskeln. Je mehr, desto besser. Kleidung, Schlüpper und Stiefel aus Fell oder Leder. Kopfbedeckung, Stirnband oder leichter Helm. Haare, lang. Waffe, Zweihänderschwert. Axt geht aber auch. Waffenmoves, weniger agil, dafür ausladend, wuchtig und von barbarischer Eleganz. Waffenhaltung, so. Brutalität, brutal. Emotionen außer Wut, keine. Erzfeind, böser Zauberer. Frauen, leicht bekleidet und rettungsbedürftig. So viel zu den Kriterien. Außerdem sind von der Teilnahme einige Kandidaten ausgeschlossen. Zum einen die Conans aus den echten Conan-Spielen, denn die sind ja schon Conan, das wäre unfair. Und dann noch die Barbaren, die nur eine Nebenrolle spielen, keinen eigenen Namen und keine festgelegte Garderobe haben. Wie etwa der Barbar aus Diablo 3, der ist ja nur ein Avatar und daher für uns zu charakterlos. So, damit hätten wir uns die Regeln komplett willkürlich zurechtgebogen und es kann losgehen. Platz 10. Sirius aus The Legendary X2. Hey, wieso ist der Typ nur auf Platz 10? Muckis, knappe Hose, Zweihänder, lange Haare und ein Endgegner mit magischen Fähigkeiten. Passt doch alles. Ja, schon, aber Sirius verbockt sich eine höhere Platzierung wie folgt. Zum einen fehlen Stiefel oder zumindest Wadenwickel. Mit komplett nackten Beinen schaut er aus, als käme er gerade aus dem Schwimmbad. Dann sind da noch die ziemlich uncoolen Moves und die falsche Schwerthaltung. Warum hält er im Stehen das Schwert immer so dumm vor seiner Nase? Und last but not least, Sirius ist ein Prinz, der seinen bösen Bruder vom Thron stoßen will. Und ein Prinz zu sein ist in dieser Top 10 nicht so gut. Platz 9. Kein Blade aus Golden Axe The Duel. Kein Blade aus dem One-on-One-Klopper Golden Axe The Duel ist eng an den typischen Barbaren angelehnt und seine Moves sind durchaus wuchtig und von barbarischer Eleganz. Jedoch ist er flink wie ein Ninja, was nicht so recht zu einem Barbaren passt. Außerdem ist er etwas zu farbenfroh gekleidet, rettet keine nackten Frauen und scheint auch noch ein fröhlicher Geselle zu sein. Sorry, Kain, da hast ein paar Punkte verschenkt. Platz 8. Torvak aus Torvak The Warrior. Torvak gibt rein optisch schon einen sehr guten Barbaren ab. Er wirkt deutlich ernster als Kain und sein Erzfeind ist ein waschechter Zauberer. Sogar der Packungstext beschreibt den Endboss nur als schwarzen Zauberer. Cool, das gibt Bonuspunkte. Doch Torvak ist nicht ohne Grund nur auf Platz 8. Sein Schwert hält er immer nur in einer Hand. Seine Moves sehen echt scheiße aus und Frauen rettet er auch nicht. Darum nur ein knapper Platz 8 für Torvak the Warrior. Platz 7. Dagon aus Barbarian. Im Arena-Klopper Barbarian aus dem Jahr 2002 ist der Barbar Dagon sowas wie die Galeonsfigur. Dagon kommt muskel- und klamottentechnisch nah an das Barbaren-Ideal heran. Zumindest finden wir seine Fellstiefel und seine Lederbuchse barbarischer als die blaue Kluft von Kain. Außerdem sind seine Moves einigermaßen wuchtig und sein Erzfeind ist der böse Zauberer Zauk, der sich in einen Riesen verwandeln kann. Dass Dagon mit Schwert und Axt gleichzeitig kämpft, wollten wir erst als Minuspunkt anrechnen. Doch da der echte Conan das auch schon mal gemacht hat, haben wir es neutral bewertet. Abzüge gibt's aber dennoch. Erstens für die stachelige Anime-Friese, zweitens für die zu hohe Agilität und drittens für die Abwesenheit von zu rettenden Frauen. Platz 6. Ex-Battler aus Golden Axe. Wir gehen wieder zurück zu Golden Axe, diesmal jedoch zum Originalspiel von 1989. In Golden Axe könnt ihr den Barbaren Ex-Battler spielen, der viele Muskeln, wenig Klamotten und ein Zweihandschwert hat. Außerdem bewegt er sich nicht so agil wie Kain Blade oder Dagon. Sein Erzfeind Deathadder wirkt zwar eher wie ein dämonischer Krieger, aber da er im Kampf Magie benutzt, geht er gerade noch als böser Zauberer durch. Soweit so gut, doch weil Axens Haare nur halblang sind, er keine halbnackten Frauen befreit und das Schwert nur im Stehen korrekt hält, schafft er es nur auf Platz 6. Platz 5. Tusk aus Killer Instinct Gold. Wow, Tusk ist optisch ein echter Vorzeigebarbar. Ein definierter Muskelkörper, lange Haare, Fellhose, Fellstiefel und sein Schwert hält er absolut vorbildlich. Besser geht's kaum. Auch viele seiner Bewegungsabläufe scheinen direkt aus dem Barbaren-Lehrbuch zu stammen. Nach den Regeln dieser Top 10 macht ihm jedoch das Spiel selbst einen Strich durch die Rechnung. Killer Instinct ist ziemlich schnell und daher von Haus aus recht unbarbarisch. Den Endgegner Gargos können wir auch mit viel gutem Willen nicht als bösen Zauberer bezeichnen. Und wie immer gibt's auch keine Mädels, die Tusk retten könnte. Verflixt aber auch. Platz 4. Rastan aus Warrior Blade Rastan Saga Episode 3.
Ursprünglich wollten wir Rastan aus dem ersten Teil einen Platz in dieser Top 10 geben, schließlich steht der Darwiner 1. Doch dann stolperten wir über Rastan aus dem dritten Teil und der hat nochmal eine Schippe draufgelegt. So und nicht anders sieht ein Barbar aus. Und dann hält er auch noch das Schwert richtig und vertrimmt gleich mehrere böse Zauberer. Warum ist Rastan aus Teil 3 also nur auf Platz 4? Naja, seine Moves lassen jegliche Eleganz vermissen, er schwingt das Schwert eher wie ein Knüppel, fast so, als hätte er nie gelernt, damit umzugehen. Und da auch hier mal wieder die Damen fehlen, nur Platz 4. Platz 3. Doman aus Doman Gzeche Adana. Ui, jetzt wird's exotisch. Doman ist eine polnische Comicreihe aus den späten 80ern. Und obwohl die es nur auf 7 Ausgaben geschafft hat, gab's dazu sogar ein Amiga-Spiel. Sicher fragt ihr euch, warum dieses potthässliche Stück Software so weit vorne ist. Nun, für die Top 10 der barbarischsten Barbaren in Videospielen erfüllt Doman sehr viele Kriterien. Sein Erscheinungsbild ist nahezu tadellos und das Schwert hält er ebenfalls fast perfekt. Viele Pluspunkte sammelt Doman aber auch durch die sehr barbarischen Schwertmoves. Barbarenblock, Barbarenaufwärtsschwung, Barbarensprunghieb, sogar den ikonischen Enthauptungsschlag mit eleganter Drehung hat Doman drauf. Und zu guter Letzt ist Doman von allen bisherigen Barbaren der am wenigsten zimperliche. Nur das Fehlen von halbnackten Frauen und bösen Zauberern verhindern eine höhere Platzierung. Platz 2. Rahan aus Age of Barbarian. Rahan hat alles. Muskeln, Lederschlüpper und sogar ein originales Conan-Stirnband. Die Moves nahezu perfekt. Wucht trifft auf Eleganz und Brutalität. Und was ist das? Sind das etwa hilflose Frauen? Ja, Rahan rettet hilflose Frauen am laufenden Band. Das gibt's doch nicht. Wenn sein Erzfeind jetzt noch ein böser Zauberer ist, dann... Das ist es! Barbarischer geht es einfach nicht mehr. Oder etwa doch? Erfahrt in Kürze, wem wir den ersten Platz zugesprochen haben. Doch zunächst die Honorable Mentions, also all jene, die es nicht in die Top 10 geschafft haben. Hegor aus Barbarian aus dem Jahr 1987. Das Titelbild ist extrem barbarisch, im Spiel ist davon aber nichts mehr übrig. Hegor aus Barbarian 2 aus dem Jahr 1989, jetzt mit noch mehr Klamotten. Durchgefallen. Der Krieger aus Kadesh, auch zu viele Klamotten, geh weiter. Roy aus Blademaster, 2 Schwerter? Nicht mit uns. Der Tiny Barbarian aus Tiny Barbarian, leider zu lustig für diese Top 10, vielleicht nächstes Mal kleiner. Asghan, der Drachentöter, zu schlecht animiert, zu sehr Ritter, da hilft auch die Conan-mäßige Schwertkater nichts. Der Held aus Savage, lol, da ist ja alles falsch. Brodan aus Sword of Sodan. Was zur Hölle? Also, das ist ja wirklich das Beschissenste, was ich je gesehen habe. Eine gute Gelegenheit, diese Top 10 der barbarischsten Barbaren in Videospielen abzuschließen mit... Platz 1. Gorth aus Barbarian The Ultimate Warrior, auch bekannt als Death Sword aus dem Jahr 1987. Dieses Spiel bedarf keiner Erklärung. Wir sind uns sicher, dass jeder, der dieses Video angeklickt hat, dieses Spiel kennt. Und spätestens seit Platz 2 wusstet ihr auch, dass dieses Spiel auf Platz 1 sein wird. Aber warum? Rahan aus Age of Barbarian hat doch so krass abgeliefert. Nun, wir sind der Meinung, dass Age of Barbarian stark von diesem Ur-Barbarian inspiriert wurde. Bereits vor 30 Jahren bot dieses Spiel nahezu perfekt barbarische Schwertmoves, auf die selbst Conan neidisch gewesen wäre. Und natürlich werden auch die anderen Kriterien erfüllt. Der muskulöse Körper des langhaarigen Player-One-Barbaren, der laut Anleitung der US-Version Gorth heißt, wird von nichts weiter bedeckt als Stiefel, Stirnband und einem knappen Höschen. Und nachdem er 8 gegnerische Barbaren einen Kopf kürzer gemacht hat, tritt er gegen den bösen Zauberer Drax an, um die leicht bekleidete Prinzessin Mariana zu befreien. Happy End. Barbarian The Ultimate Warrior war somit ähnlich prägend für unser heutiges Bild von Barbaren wie Conan selbst. Und deshalb ist Gorth auf Platz 1 der barbarischsten Barbaren in Videospielen. Das war's. Hat euch das Video gefallen, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn nicht, schreibt's in die Comments, aber lasst trotzdem ein Abo da. Tschüss.